Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Mein Name ist Isabel und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr solche zweifarbigen Plots mit dem Schneideplotter umsetzen könnt. Wenn ihr das erste Video zu unserem Schneideplotter noch nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an. Jakub erklärt euch dort, wie der Schneideplotter allgemein funktioniert, wie man ein Material einlegt und was ihr mit dem Gerät alles machen könnt. Viel Spaß jetzt beim Video! Wir beginnen mit der Datei. Ich nutze für Vorlagen gerne die Website flaticon.com. Ihr könnt aber auch eigene Grafiken verwenden. Ich suche hier nach einer Schildkröte, die sich gut mehrfarbig umsetzen lässt. Diese gefällt mir sehr gut. Den Link zum Ersteller der Datei ist in der Videobeschreibung. Wir laden, wenn möglich, eine SVG herunter. Wenn ihr nur eine Bilddatei habt, ist das aber auch kein Problem. Anschließend öffnen wir die Datei per Drag and Drop in Illustrator. Nun benötigen wir eine neue Datei. Diese erstellen wir über Datei neu und legen die Breite und Höhe fest. Unsere Folien für den Schneideplotter haben eine ungefähre Breite von 450 mm. Daher gebe ich dieses Maß ein. Anschließend erhöhe ich die Anzahl der Zeichenflächen auf 3, da ich 3 verschiedene Farben nutzen möchte. Wenn ihr mehr Farben benötigt, passt die Zahl entsprechend an. Eure Arbeitsfläche sollte dann so oder so ähnlich aussehen. Wir kopieren die Schildkröte in unsere neue Datei und nutzen gegebenenfalls den Bildnachzeichner, um aus einer Grafik Pfade zu machen. Dann stellen wir die Größe ein. 180 mm in der Breite passen gut auf einen Beutel und auch auf unsere Holzbox. Achtet aber auf jeden Fall darauf, die Proportionen zu sperren, sonst wird eure Grafik verzerrt. Anschließend stelle ich die Füllung auf transparent und die Kontur auf schwarz mit 0,1 pt. Nun folgt der Trick für mehrfarbige Plots. Wir erstellen kleine Quadrate rund um unser Motiv. 3 bis 4 sind meistens ausreichend. Wenn ihr mit Illustrator noch Probleme habt, schaut euch unser Tutorial an. Anschließend kopieren wir das gesamte Objekt mit den Quadraten auf unsere 3 Zeichenflächen. Achtet darauf, dass sich die Position der Quadrate nicht verändert. Mit dem Direktauswahl-Tool löschen wir jetzt auf jeder Zeichenfläche verschiedene Bereiche vom Motiv weg, sodass am Ende nur noch das stehen bleibt, was wir für eine Farbe benötigen würden. Bei der ersten Zeichenfläche habe ich nur die Luftblasen stehen lassen. Wenn ihr alles Übrige gelöscht habt, gruppiert am besten den Teil des Motivs und die Quadrate gemeinsam. So können sie nicht aus Versehen verschoben werden. Das gleiche machen wir nun auch mit den anderen Flächen. Ihr könnt die Farbbereiche natürlich auch anders wählen. Wenn wir das geschafft haben, geht es schon an den Plotter. Wie ihr eine Rolle einlegt und die Maschine startet, könnt ihr ausführlich bei Jakub im Video sehen. Im CAD-Studio stelle ich die Rollenbreite ein, um dann das Motiv auf der Zeichenfläche anzuordnen.
Ich möchte das Motiv zweimal kloppen. Dabei muss ich aufpassen, dass ich später die Quadrate noch zu dem richtigen Motiv zuordnen kann. Haltet lieber Abstand oder baut euch noch ein Rechteck um euren Motivbereich. So können euch weniger Fehler passieren. Dann können wir auch schon plotten. Ich möchte euch nur noch zeigen, wie ihr ein Reststück in den Schneidepotter einspannt. Gerade bei kleineren Motiven lohnt es sich nicht, die Rolle anzuschneiden. Legt das Material so in den Schneidepotter ein, dass der Rand mit den Rollen in den weißen Bereichen ist. Nun wählen wir im Menü des Schneidepotters Piece aus. Der Schneidepotter misst nun nicht nur die Breite des Materials, sondern auch die Länge. Im Cut Studio können wir uns die Materialgröße auch anzeigen lassen. Dazu gehen wir auf Schneiden Setup, Eigenschaften und geben die Materialgröße händisch ein oder wählen Get from Machine für eine automatische Eintragung der Größe. Mein Reststück ist etwas zu klein für die Datei mit den Luftblasen. Ich entscheide daher, dass mir an der Stelle auch 2 Quadrate zur Positionierung reichen. Ich schicke auch noch die anderen Druckaufträge los und kann mich dann schon ans Entgittern machen. Zieht die Folie schön flach von dem Trägerpapier. Sollte es euch, wie mir hier passieren, dass mal ein Objekt mit abgezogen wird, bleibt ganz ruhig und positioniert es wieder an der ursprünglichen Stelle. Meist geht das recht gut. Wenn ihr alles entgittert habt, beschneiden wir die Folien noch etwas und übertragen sie auf die Transferfolie. Rakelt das Ganze schön fest und schneidet es nochmal zu. Jetzt ist es an der Zeit, die Sticker auf unsere Box zu kleben. Vorneweg, Holz ist nicht das beste Material, da die Oberfläche sehr rau ist. Ich möchte euch aber das Prinzip zeigen. Wir fangen mit dem Motivteil an, der am meisten Platz einnimmt. Entfernt die Trägerfolie und positioniert das Motiv auf dem Untergrund. Rakelt alles gut fest und zieht die Transferfolie in einem flachen Winkel ab. Bei dem zweiten Motivteil verfahren wir genauso.
Wir richten es aber mit Hilfe der Quadrate am ersten Objekt aus. Unser Motiv verzeiht kleine Fehler sehr gut. Durch die Abstände zwischen den Farbflächen fällt eine leichte Verschiebung nicht auf. Das Prinzip funktioniert aber auch mit komplizierteren Motiven. Wenn wir alle drei Teile aufgeklebt haben, müssen wir nur noch die Quadrate entfernen. Fertig ist unsere Box mit einem mehrfarbigen Motiv. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie wir das Ganze für Textilien machen. Mein Quadrattrick funktioniert hier nebenbei leider nicht, da ihr die Quadrate dann auch auf dem Textil hättet. Zuerst müssen wir also die Datei anpassen. Weg mit den schönen Quadraten und, wer weiß es noch, was muss bei Textilplots immer gemacht werden? Spiegeln, richtig. Datei speichern und ab zum Plotter. Material einlegen und los geht's. Nachdem der Plotter fleißig war, bin ich es nun wieder beim Entgittern. Zieht die Folie wieder in einen flachen Winkel von der Trägerfolie. Bei Flexfolie benötigen wir keine Transferfolie. Wir können nun also den Beutel vorbereiten. Ich löse die Knoten, damit wir eine bessere Druckverteilung unter der Presse haben. Dann platziere ich unser erstes Motivteil. Auch hier nehme ich wieder den Teil, der am größten ist, um den Platz besser einschätzen zu können. So gehen wir zu der vorgewärmten Transferpresse. Legt das Textil mit dem Motiv möglichst mittig ein und passt auf eure Hände auf. Die obere Fläche ist heiß.
Zwischen Motiv und Heizplatte kommt noch Backpapier und schon können wir unseren ersten Pressvorgang starten. Wir pressen nicht die vollen 18 Sekunden, da wir noch mindestens einen weiteren Pressvorgang haben. Zu häufiges Erhitzen des Klebers führt dazu, dass er nicht mehr gut im Stoff hält. Wir ziehen die Trägerfolie, wenn sie erkaltet ist, vorsichtig vom Beutel ab und können dann unsere anderen beiden Motivteile mit Hilfe des schon gedruckten Teils ausrichten. Das müsst ihr jetzt nach Augenmaß machen, ihr könnt euch aber auch immer wieder korrigieren. Ich habe die Trägerfolie so zugeschnitten, dass ich die restlichen beiden Motivteile mit Eimer pressen kann. Versucht, die Pressvorgänge auf ein Minimum zu reduzieren, um die Haftung des Klebers nicht zu sehr einzuschränken. Wenn der Pressvorgang fertig ist, lassen wir das Ganze wieder abkühlen und entfernen die Trägerfolie vorsichtig. Schon ist unser Beutel fertig. Wir befestigen jetzt noch die Bänder mit Knoten am Beutel und schon sind wir bereit für den nächsten Ausflug. So einfach ist es also, mehrfarbige Plots auf Textilien und anderen Oberflächen zu machen. Ich bin vom Ergebnis echt begeistert. Was sagt ihr? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Hier findet ihr noch ein paar weitere Videos und wenn ihr keins mehr verpassen wollt, dann abonniert uns und aktiviert die Glocke. So werdet ihr benachrichtigt, sobald wir etwas hochladen. Viel Spaß mit den nächsten Videos.